Als Otto Käsbohrer 1955 den Setra S6 präsentierte, war die Fachwelt begeistert. Denn der sechsreihige Bus verfügte nicht nur über eine für die Zeit ungewöhnliche selbsttragende Karosserie, sondern auch über eine Einzelradaufhängung. Ein Novum im Omnibusbau, denn die meisten Hersteller bauten seinerzeit ihre Buskarossen auf Lkw-Chassis mit Starrachsen auf. Die Kollegen vor 60 Jahren haben dem S6 ja ein Fahrverhalten wie das eines Pkw bestätigt. Gut, ich sag mal, im Vergleich zu einem modernen Auto ist es schon etwas anders. Aber wenn man schon mal einen Oldtimer aus der Zeit gefahren ist, dann kann man diesen Eindruck durchaus bestätigen. Ich muss mich erstmal hier an diese Lenkradschaltung gewöhnen, denn normalerweise, wenn man einen normalen Schalthebel hat, dann macht man links, rechts und vorne, hinten. Und hier muss man halt hoch, runter und vorne, hinten machen. Das ist auch ein bisschen anders. Und man hört halt auch schon mal das Getriebe, wie es freundlich grüßt. Hallo, ich bin das Getriebe und grüße freundlich. Der S6 ist der kleinste Setra, der jemals gebaut wurde. Er bot Platz für 26 Personen inklusive Fahrer. Sein 66 kW oder 90 PS starker Diesel mit knapp 4,1 Litern Hubraum beschleunigt ihn immerhin auf etwa 100 km/h. Schneller dürfen Reisebusse in Deutschland auch heute nicht fahren. Das geht natürlich nicht bergauf, sondern nur auf gerader oder abschüssiger Strecke. Und man sollte genügend Zeit mitbringen, denn schließlich wiegt dieser S6 hier knappe 6 Tonnen. Doch im Jahr 1955 spielte das keine so große Rolle. Die Autos waren früher alle nicht viel schneller als 100, 120. Und da war der Setra S6 dann doch gar nicht so schlecht unterwegs. In heutiger Zeit hat man schon das Gefühl, manchmal man wäre ein Verkehrshindernis. Aber das Schöne bei so einem alten Bus ist ja, die Leute gucken alle, die Leute freuen sich, die Leute winken. Gut, die haben ja auch viel Zeit dazu, zu gucken, zu winken, weil so schnell ist man ja nicht wieder weg. Die äußere Erscheinung war damals topmodern. Heute erinnert der S6 mit all seinen Rundungen vielleicht eher an einen Käfer oder einen Fisch. Mehr Not als Tugend war übrigens die Einzelradaufhängung. Wegen der Länge von nur 6,70 Metern mussten auch die Überhänge entsprechend kurz ausfallen. Mit anderen Achsen ging das nicht. Im Innenraum erwartet den Fahrer ein großes Bakelitvolant und ein überaus übersichtliches Kombi-Instrument. Anders als heute war der Blinkerhebel rechts vom Lenkrad, neben der Schaltstange. Für die Passagiere gab es bequeme Einzelsitze im Stil der 50er Jahre. Ein Detail, was mir hier im S6 besonders gut gefällt, das sind die Panoramafenster hier oben an der Kante vom Dach und überhaupt diese riesigen Glasflächen, die ja heute aus technischen Gründen leider nicht mehr möglich sind. Ja, und wenn die Sonne dann doch sehr arg scheint, wie jetzt gerade, dann kann man auch mal den Vorhang zuziehen und hält es auch noch ein bisschen aus. 60 Jahre Busentwicklung später. Den S6 durfte ich ja mit meinem Führerschein selber fahren. Beim neuen S511 HD sieht das aufgrund des hohen Fahrzeuggewichts etwas anders aus. Technisch sind die beiden doch sehr weit auseinander. Herr Lenz, haben die beiden Busse eigentlich noch irgendwas gemeinsam? Selbstverständlich. Der S6 war damals mit seiner selbsttragenden Karosserie sehr wegweisend. Und man kennt vielleicht dieses historische Bild, wo 6 Personen diesen Rohbau getragen haben. Der findet sich in den neuen Bussen immer noch. Und war im Prinzip damals schon Trendsetter. Gibt es denn auch im Innenraum irgendwas, wo man sagen kann, das war früher schon so, das ist heute noch so? So wie der 511 heute war natürlich der S6 ein Reisewagen. Und mal abgesehen von den Panoramagläsern im Dach, die es heute in der Form nicht mehr gibt, war die Sitzanlage sehr innovativ. Das heißt, man konnte die Rückenlehne nach hinten verstellen. Man konnte aber auch die Sitze, wenn einem der Nachbarn zu nahe kam, ein bisschen in die Mitte des Ganges schieben. Und das ist ja im Grunde auch das, worauf es ankommt bei einem Bus, nämlich die Sitzanlage für die Passagiere. Denn die meisten Leute sitzen halt hinten und nicht hinterm Lenkrad. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Nach insgesamt 6 Stufen steht man im Fahrgastraum. In jeder Sitzreihe gibt es Fußrasten, eine kleine Tasche sowie einen Tisch. Mit einem Handgriff kann man den Sitz seitlich verschieben, eine Armlehne ausklappen oder die Lehne nach hinten neigen. Thank you.
Über den Fenstern gibt es Staufächer fürs Handgepäck. Angetrieben wird der S5 LVD von einem 10,7 Liter Reihen 6-Zylinder Diesel. Seine 290 kW Leistung sorgen für eine konstante Reisegeschwindigkeit, auch bergauf. Aber neben Komfort und Leistung sind auch andere Dinge wichtig bei einem Bus. Beim Thema Sicherheit, was ja auch sehr wichtig ist für Fahrgäste und Fahrer, hat sich ja in den 60 Jahren seit dem S6 bestimmt auch einiges getan, oder? Ja, klar, sehr wohl. Das Fahrzeug hat hier serienmäßig ein Abstandsregeltempomat und ABA-2. ABA-2 verhindert einen Aufprall auf vor sich bewegende Fahrzeuge und sorgt auch dafür, dass die Aufprallgeschwindigkeit auf stehende Fahrzeuge vermindert wird. Ein zweites großes Thema ist die Sicherheit für den Fahrer. Sollte es wirklich mal zum Unfall kommen, wird der Fahrer in den Innenraum zurückgezogen. Und die letzte große Säule ist die Sicherheit für die Fahrgäste. Das erreichen wir über die Ringspantentechnologie. Das heißt, im Falle des Falles, wenn das Fahrzeug umkippt, ist der Überlebensraum für die Fahrgäste gewährleistet. Zusammengefasst ist man heute in einem Reisebus ziemlich genauso sicher unterwegs wie in einem Pkw. So groß ist der Unterschied zwischen PKWs und Reisebussen ja eigentlich gar nicht. Jedes neue Modell ist geräumiger, komfortabler, sicherer, effizienter, also in allen Belangen besser als der Vorgänger. Aber trotzdem geht einem doch immer wieder das Herz auf, wenn man zwischen den ganzen neuen Modellen ab und zu auch mal so ein Schätzchen sieht, oder?